Rinde? Es schaut schon, es könnte. Ja, okay. So Daumalpi, sagen wir so. Könnte. Na, Lichtschwerthülse halten. Ah, perfekt. Ist gleich mal nach vor gegangen. Nix nice, oder? Okay. Ich tue mal trotzdem mal kurz nochmal für alle Fälle. Aber schade, dass da nichts Neues dazukommen ist. Nehmen wir diesmal wieder grün. Ja, das. Da hat sich eigentlich auch nicht viel verändert. Ja, von den Griffeln her ein bisschen von der Farbe. Ja, aber. Obwohl das eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht ausschaut. Aber ich belasse es jetzt einmal, wie das ausschaut. Ich finde, das schaut ganz in Ordnung aus. Nochmal wieder in grün unterwegs zu sein, ist auch ganz nett. Suchst du was? Schutz. Ah, oh, das ist wieder ein gutes Zeichen. Das ist wieder ein sehr gutes Zeichen. Endlich habe ich es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden, aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab. Sag mir jetzt bitte nicht, wir gehen schon zurück. Leute, wir haben mal, was haben wir da? Ah, geschmoren. Jetzt habe ich mir gedacht, wir haben da irgendwas Interessanteres wieder am Start. Nee. Ja, ausruhen sollten wir sich schon. Ja, ausruhen sollten wir sich definitiv. Ich glaube, den Schaden haben wir eigentlich bis jetzt sowieso eigentlich nur gekriegt, weil wir runtergefallen sind. Ich glaube sonst eigentlich nicht. Alter. Na gut. Passt. Gespannt. Hey, mein Großer. Ah, nimmst du mich wieder mit nach unten? Na, weiter. Das wäre schon aber chillig gewesen, wenn wir da oben rutschen, aber na gut. Dann will ich mal sagen. Komm schon. Oh. Ach du Scheiße, genau in die Falle. Hab ich dich wieder. Du schadest niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell! Jetzt zeigt sie sich immer wenigstens persönlich hier. Weil jedes Mal immer nur von Weitem da das eine Mal. Und dann, wie sie uns da kalt macht, und dann lässt sie sich so beim Schiff so. Na warte. Boah, so knapp. Jederzeit! Ja, die ist gut, taugt man. Aber kann man leicht bekämpfen, finde ich. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir schon so gut oder was auch immer, aber. Sie ist nicht so stark, muss ich sagen. Nicht schlecht für Abfall. Und für einen Jedi? Also sag mir jetzt bitte nicht, sie flüchtet schon wieder. Ich will sie endlich mal kriegen. Jetzt macht es sich auf interessant hier. Der ist ja quasi so schwach. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass wir einen schwachen Gegner haben. Oh, das ist fies. Ich habe mir auch schon da gehabt. Soll ich doppelt außer wie ein oder was? Fuck.
Schulter. Oh, der hat dann auch noch mit dem Werfen. Super. Eieiei. Nicht immer die Schaufel zu kriegen. Komm, den Kampf nicht schaffen. Kugelfunk. Da machst du ein bisschen extra. Ah, das ist ja nichts gewesen. Das war ja nichts, Alter. Kannst du deinen Treffer einstecken? Immerhin die Hälfte haben wir schon mal. Komm schneller, Alter. Bist du etwa. Ja, Mann. Perfekt. Mist. Wirf mir einen Stimm zu. So, schön getroffen. Aber wirklich schön getroffen. Mit dem Doppelsprung geht's einfacher. Ah, ich wollte ausweichen sogar. Fick dich, oder? Uff, schön. Die Magd ist heftig am Start hier. Komm, Alter. Nein. Puh. Da hat's mir jetzt aber gekriegt. Bist du deppert? Wen soll ich zuerst ausschalten? Den Latero oder den Menschen? Jetzt waren wir noch mit dem doppelten Arm am Start. Alter, doppelt. Bist du deppert. Das kann schon was. Das kann schon was. Ich will eh ausweichen, aber wieso nice? Ich bin eh nicht, Alter. Ich hab eh extra noch drauf. So, aber jetzt. Alter. Es ist vorbei. Mach sie fertig, komm schon. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrechen sehen wir den Rest von uns. Runde 2. Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde. Von denen lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium. Aber dich schon. So sehe ich das gern. Ja, das war das Ende eines Inquisitors. Hey, wir dachten, du wärst tot. Alter, ich würde mich auch gern freuen noch über eine zweite Runde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir müssen zurück. Sie und Grease erwarten uns. Boah, geil. Ja, muss ich sagen, hat mir gefallen, der Kampf. Ja, der Gegner, ja, schön und gut. Ich freue mich schon mehr auf die zweite Schwester. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil man einfach mehr Hintergrundwissen über die zweite Schwester hat. Ich finde aber geil, wie einmal hat sie sich quasi zurückgezogen, dies, das, jenes, dann einmal mit dem Schiff hat sie uns angegriffen und jetzt dann wieder. Und dann haben wir es aber wenigstens dann mal 1-1 dann auch noch besiegt und dann auch dieser Hinterhalt. Das kann was, das kann was. Mir hat es wirklich gut gefallen, vielleicht manche würden sogar sagen, ja, okay, ja, war ein netter Kampf, dies, das, jenes, aber mir hat das gefallen, mir hat das wirklich gefallen. Ich kann aber auch die andere Meinung auch verstehen. Muss ich auch dazu sagen. Wollen wir das schon? Ja. Wir waren eh schon dort, passt. Da kann man eh auf ganz gechillt. Ja. Wenn ich da nur weitergegangen wäre, passt. Oh Mann. Ah, das war okay. Jetzt freue ich mich schon auf die zweite Schwester. Mich würd's noch mehr freuen, wenn die mir alle Schwestern vernichten. 1 bis 10? Oder was auch immer es da für eine Liste da gibt.
das würde ich mich umso mehr freuen. Wenn wir den ganzen Bewegung voraus. Dann ja, wieso? Gott sei Dank. Wollte schon sagen, es kann ein bisschen komplizierter werden hier. Eieiei. Mit den ganzen Raketen. Was? Die Schnecke zerfickt. Hauptsache diese Drecksschnecke. Pfui. Pfui Teufel, diese Schnecke. So, dann bauen wir dann eh nur noch Stufe 3. Oder? Oh, Alter. Da ist schon wieder diese Dreckspinne, Alter. Ich sag's euch. Wie ich die hasse, diese Spinne, Alter. Nein, normal, Alter. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, was mit der los ist, aber der klappt kein gerade. Du, was hat die Kopf? Oh, ich hab gedacht, dass jetzt haben wir es auch noch habe. Schade. Hat die irgendwas gehabt? 100%. Die muss irgendwas gehabt haben. Sonst gibt's das nicht. Irgendwas muss die gehabt haben, weil normalerweise ist die aggressiver. Ah, kann ich ja nie wissen, die Schnecke. Kommentar. Hat man nicht gesehen. Wir reden nie wieder drüber. Passt. Okay, was ist da drüben? Du gehörst mir, Verräter. Das wird wohl tun. Geiler Schocker, muss ich schon sagen. Ganz schön lebhaft, oder? Aber gut gemacht. Aber gut gemacht. Ich glaube, das bringt ja nichts. Und tschüss. So, und da können wir dann eh sowieso abfahren. Was ist denn da drüben? Da drüben ist was. Da müssen wir gleich umschauen. Aha. Warte, machen wir mal. Okay. Machen wir mal das. Haha, da wickeln wir was Neues gefunden. Hey, schau dir das an. Ja, sehen wir es uns an. Leidenschaft und Stärke. Aha. Perfekt. Dann schauen wir sich das klar an, dann hupfen wir da einfach nur noch rauf. Dann können wir eh eigentlich schon den Lift nehmen. Voll. Voll. Dann nehmen wir einfach den Lift und dann sollten wir eh schon gut erfassen. Währenddessen können wir ja sowieso aufschauen, wir sind bei der nächsten Ebene. Nee. Da. Weißt du nicht, wieso mir das so geschissen jetzt anzeigt? Ah, ist doch ein Stickerl. Ist doch ein Stickerl. Ich nehme jetzt leider Wasser. Es sind nur noch du und ich übrig. Ich nehme mal leider Wasser. Das ist aber schon ein Stickerl. Zeit, die Sache zu beenden. Yeah. Na gut. Jo, boah, die kommen hier eh schon. Ich komm schon, ich komm schon. Nur ein Treffer. Ich werde fast dich ausschalten. Er hat wieder fast begonnen, Alter. Der Scheiße. So, jetzt schauen wir mal nach. Oh, okay, wir könnten den Weg dann nehmen. Dann sind wir vielleicht ein bisschen schneller. Oder wir schauen, dass wir da aufkommen, weil dann kommen wir gleich um. Weißt du? Ja, voll. Ich glaube, das ist dann auch der richtige Weg, was wir da nehmen. Ich glaube, es ist der richtige Weg. Das habe ich noch nicht gesehen. Bist du narrisch? Das habe ich nicht gesehen. Das müssen wir gleich ausnutzen. Der Wookiee starb an Giftdämpfen. Das Imperium vergiftet den Planeten. Hm. Da fliegen wir nicht auf wie vorher. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Einmal da, einmal da. Das ist eh klar, dass es nicht machbar ist. So, aber wir müssen glaube ich sowieso da entlang. Normalerweise. Du wirst nicht überleben. Fuck. Ich bin wieder der Nächste, Alter. Ich will jetzt schon wieder eingesackelt werden. Das ist genau ein schlechter Moment eigentlich. Wenn ihr nur. Sie ist verwundet. Ich geh dahin mit ihm. Ich hab einen Fehler gemacht. Ach du Scheiße. Dann haben wir noch so wenig Leben auch noch. Das ist ja das Beschissene. Ja, das wäre mein Kinderspiel. Was? Einer ist immer mehr. Das ist wichtig. Fang Jedi.
haben wir nicht mehr. Viel Leben haben wir nicht mehr. Boah. Aber das ist knapp jetzt. Schnell. Du wirst nicht überleben. Ich warte nur drauf, bis er die gleiche Attacke macht. Der weißt du nicht aus. Was bist du, deppert? Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass da noch so welche Gegner dazukommen. Bist du, deppert? Damit habe ich sowas von nicht gerechnet. Ach du Scheiße. Da musste ich jetzt mich aber wirklich sehr konzentriert, dass ich da jetzt nicht weitergehe. Na gut, dann schauen wir mal. Wir sollten eh. Also bei der anderen Seite. Kann man nicht drauf? Könnte so sein, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Schaut aber sehr verdächtig aus. Ach, da unten? Schau dir das an. Sind wir aber von da unten gekommen? Muss nicht haben. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wir sind schon von da unten gekommen. Passt. Was interessiert uns das sowieso nicht? Außer dann, wenn wir dann die ganzen Sachen suchen. Dann interessiert es uns natürlich. Dann ist sowieso klar. Dann ist wichtig. Aber sonst jetzt dabei mal überhaupt nicht. Aber bitte, Bad. Oh, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also da solltest du wirklich aufpassen. sonst ist vielleicht doch die ein oder andere Speichermöglichkeit bzw. Heilmöglichkeit, weil es ja eigentlich beides, nutzen. Weil sonst ist ganz gleich wieder ganz weit. Ich werde ja glaube ich wieder beim Dschungel. Ich glaube beim Dschungel hätte ich wieder beginnen müssen. Das wäre wurscht. Das wird jetzt eine nette Fahrt. Bis da um. Das ist das recht, oder? Wie groß das überhaupt ist. Das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. Nicht schlecht. Und dann Jagdgebiete mit 20 und 27, da gibt es viel mehr. Das mit die 100% erkunden wird wahrscheinlich auch inklusive das mit den Daten und so alles drum und dran werden. Ah ja. Okay, ich habe extra drauf drücken müssen, nochmal. Der hat geglaubt, der ist nicht mehr in der Animation drin. Wir kennen das schon. Wir kennen jetzt schon das Prinzip von dem Scheißdreck. Wir hätten da gar nichts machen müssen. Einfach nur das und tschüss. Einfach nur die Mechanik. Mehr müssen wir da nicht machen. Gefährliches Gebiet, BD1. Mehr müssen wir nicht machen. Als wie nur um Switch und tschüss Papa. Ha! Wahnsinn. Nee, überladen brauchen wir eh nicht. So, aus mit uns und wartet wieder irgendwas auf uns. Ne? Passt. Schaut sauber aus. Obwohl, diesmal sind wirklich fast gar keine Leute da draußen. Ah, danke schön fürs Öffnen. Sehr nett. Oh, geil. Cordova klappt der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datumir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Genau. Zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich kaum. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich.
und lieferte ihnen Füller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Hört ihm auf. Aber er hat die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also. Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie. Seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Alter. Hey, nimm die Laser aus meinem Essen. Alter, wie kann das nur schmecken? Das muss ja zu versalzen sein. Ihr Boxer, das muss ja urversalzen sein. Was ist mit der? Ich denke als nächstes. Datumir. Den Doppelsprung. Na moin. Können ja eigentlich eh schon alles, oder? Machen wir besser weiter. Natürlich besser können wir nach Datumir fliegen.